Ich rufe auf Top 68, die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der AfD, Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Sondervermögen Hessens gute Zukunft sichern, mit Top 70, dem Bericht des Haushaltsausschusses zu Antrag Minister der Finanzen auf Erteilung der Zustimmung des Haushaltsausschusses gemäß § 8 Absatz 1 GZSG zum 5. GZSG-Maßnahmenpaket. Und für die Berichterstattung bitte ich Herrn Heidkamp von der AfD ans Rednerpult. Und Sie sind dann auch der Erste, der sich zu Wort gemeldet hat. Können Sie bitte die Zwiegespräche beenden? Herr Heidkamp, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, Kollegen! Herr Bouffier verlässt gerade den Landtag. Ich habe das als sehr angenehm, als sehr positiv empfunden, wie er berichtet hat. Das war menschlich sehr tiefgehend. Und meine Frau liegt zurzeit in einem Krankenhaus. Und ich weiß persönlich, was los ist auf der Intensivstation. Und ich kann der Regierung nur ein glückliches Händchen wünschen, damit wir aus dieser Krise herauskommen. Wir haben dann ja heute so ein paar kleinere Probleme zu lösen. Also außer den schwerwiegenden rechtlichen Bedenken, welche die FDP und die SPD mit uns ja teilen, haben wir beim GZSG zwei weitere Schwachpunkte bemerkt, bei denen wir dachten, zum positiven Gelingen beitragen zu können, indem diese beiden Punkte bereinigt würden. Der erste Punkt war die unnötige und die potenziell zu Missverständnissen führende mögliche Geltendmachung der Eilbedürftigkeit, Dringlichkeit aus dem GZSG zu streichen. Die Intention war, über einen Antrag die Regierung zu einer entsprechenden Änderung aufzufordern. Der Abgeordnete Kaufmann hat uns in dankenswerter Weise darauf hingewiesen, dass wir unser Anliegen besser über einen Gesetzentwurf erreichen können, was wir hiermit tun. Für Maßnahmen bis 1 Million € braucht die Regierung nicht die Zustimmung des Haushaltsausschusses. Für Maßnahmen bis 5 Millionen € kann die Regierung bei unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnissen gemäß § 11 des Haushaltsgesetzes im Rahmen einer Vorfinanzierung eine überplanmäßige oder außerplanmäßige Ausgabe veranlassen, ohne dass ein Nachtragshaushalt aufgestellt werden müsste. Bei Maßnahmen über 5 Millionen sehen wir es allerdings gerechtfertigt, eine sofortige Einberufung des Haushaltsausschusses zu verlangen, welcher laut Geschäftsordnung des Hessischen Landtags mit einer Frist von nur 24 Stunden einberufen werden kann. Damit dürfte klar sein, dass das mögliche Schlupfloch der Eilbedürftigkeit Dringlichkeit im GZSG gestrichen werden sollte, denn es hätte seine Berechtigung eigentlich lediglich für Maßnahmen über 5 Millionen €, für die man die Zustimmung des Haushaltsausschusses erst einmal nicht beabsichtigt. Zum nächsten Punkt, zu Top 70. Infolge eines dringlichen Antrags der Regierung kann jede einzelne Fraktion verlangen, dass dem Plenum ein Bericht über die erfolgte Beschlussfassung im Haushaltsausschuss vorgelegt wird. Zusammen mit dem Bericht werden Anträge der Fraktionen aufgerufen, die eine Abweichung von den Beschlüssen des Haushaltsausschusses begehren. Der Abgeordnete Schalauske schmückte sich übrigens mit fremden Federn, wenn er behauptet, dass diese Wiedervorlage im Plenum durch eine Initiative der Die Linke ermöglicht wurde. Wir waren es. Die Regierung reagierte interessanterweise mit diesem dringlichen Antrag, mit dem sie unserer Forderung nach Wiedervorlage der Beschlüsse des Haushaltsausschusses im Landtag entsprach. Leider hat sie das nach unserer Auffassung rechtlich entscheidende Wort so lange in den Antrag geschrieben, wodurch die Idee der erneuten Beschlussfassung des Plenums ad absurdum geführt wurde. Wenn die Maßnahmen nämlich zeitlich zwischen dem Beschluss im Haushaltsausschuss und der Wiedervorlage im Plenum durchgeführt werden können, ist der Sinn dieser Wortwahl natürlich klar. War sehr raffiniert, Sie haben das gut hinbekommen.
Das ursprünglich vorgesehene Verfahren der Abstimmung der einzelnen Maßnahmen im Haushaltsausschuss und des nachfolgenden Berichts seines Vorsitzenden im Plenum über die Zustimmung des Haushaltsausschusses zum Gesamtpaket der Maßnahmen hätte den nicht im Haushaltsausschuss teilnehmenden Mitgliedern des Landtags die Möglichkeit genommen, über von ihrer Fraktion strittig beurteilte Einzelmaßnahmen informiert zu werden und im Plenum zu einem vom Gesamtergebnis abweichenden Entscheidung zu kommen. Die Begründung der Zahlungen aus dem GZSG sind in mehreren Fällen eher gewöhnungsbedürftig. Ein Beispiel für die Notwendigkeit der Wiedervorlage ist der Defizitausgleich im Landeshaushalt wegen Wegfall der Gewinnausschüttungen der Helaba, Einzelplan 17, Kapitel 04, Produkt Nummer 2. Nachdem wir aus dem sozioökologischen und dem sozialpädagogischen Umfeld schon einiges gewohnt sind bei Ihren Maßnahmen, möchten wir jetzt nicht ohne weitere Informationen über jedes Stöckchen springen, welches die EZB uns vorhält. Der Antrag zur Kompensation des Wegfalls von Gewinnausschüttungen der Helaba aus dem Sondervermögen führt keinerlei nachvollziehbare Gründe für die geforderte Maßnahme von immerhin über 28 Millionen Euro auf. Wir haben also noch nicht einmal die Möglichkeit, die Maßnahme zu verstehen, geschweige denn zu hinterfragen. Das wäre aber eine Mindestvoraussetzung für eine qualifizierte Entscheidung. Herr Heidkamp, ich weise Sie darauf hin, dass die vereinbarte Redezeit abgelaufen ist. Ich bin am Ende. Als nächstes erteile ich Frau Schardt-Sauer von der FDP das Wort. Werte Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, wir lehnen das Gesetz der AfD ab. Die Gründe hatte ich in der ersten Lesung bereits dargelegt. Ich möchte mich eher konzentrieren auf die Möglichkeit, das fünfte Maßnahmenpaket zu beleuchten. Es schlägt auch die eine oder andere Brücke zu der vorherigen Debatte. Viele Maßnahmen, die die Landesregierung im fünften Maßnahmenpaket vorgelegt hat, tragen wir Freie Demokraten mit. Dennoch zeigt sich immer mehr, das ist ja Folge 5, ist ja ein Muster erkennbar, dass die Landesregierung weniger zielgenau, sondern mit zeitlichem Verzug handelt. Jetzt, also Anfang Dezember, für das Jahr 2020 65 Millionen Euro für Hygienemaßnahmen an Schulen und Kitas bereitzustellen, das kommt einen Monat zu spät. Wir Freien Demokraten hatten schon Anfang November, wir wurden ja aufgefordert, immer zu sagen, was wir wollen, 100 Millionen gefordert. Wir haben konkret vorgeschlagen, was damit zu tun ist. Sie haben seinerzeit 10 Millionen für Luftfilter und CO2-Ampeln in ganz Hessen beschlossen. Das sind vertane Chancen für Schülerinnen für die Kitas. Mit dem fünften Maßnahmenpaket sind nun insgesamt rund 1,7 Milliarden € aus dem Sondervermögen für Maßnahmen beschlossen worden. Rechnet man die angemeldeten Maßnahmen aus dem Nachtrag 1, Stichwort Kontoauszüge, wir haben die gut abgeheftet, digital und analog, in Höhe von rund 1,2 Milliarden hinzu, ergibt sich ein Potenzial von 2,9 Milliarden für die Bekämpfung der Pandemie, die, wie wir vorhin unstrittig alle vernommen haben, uns fordert. Aber werte Kollegen von Schwarz-Grün, das ist ein Viertel oder 1,1 Milliarden weniger, als Sie selbst in Ihrem Gesetz im Wirtschaftsplan des Sondervermögens im Jahre 2020 ausgeben wollten. Und es wird noch schlimmer. Von diesem schon beschränkten, geschrumpften Teil haben Sie Anfang Oktober gerade einmal 1,5 Milliarden ausgegeben. Und das kennzeichnet Sie irgendwie in vielen Bereichen. Weniger blumige Worte, sondern mehr Taten. Das wäre das Gebot der Stunde der energischen Bekämpfung der Krise und angesichts der Dramatik, in der wir uns befinden, ein guter Vorsatz für 2021. Dieser geschrumpfte Geldberg, der wird von Ihnen dann auch noch sachfremd ausgegeben.
Viele beschlossene Maßnahmen braucht man nicht zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Energetische Sanierung, grüne Modellprojekte, Eigenkapitalerhöhung, Fahrradabstellanlagen. Was hat das mit dem epidemischen Geschehen der Abwendung von wirklich drastischen Maßnahmen zu tun? Beherzt Systemstellen, mehr Mittel für wirksame Schutzmaßnahmen, Unterstützung der von der Krise betroffenen Bürger, Organisationen, Unternehmen, das wäre jetzt das Gebot der Stunde. Und man muss nicht auf Bundesmittel warten. Nein, man darf nicht auf Bundesmittel warten und hier sagen, wir warten auf Herrn Altmaier. Nein, hier liegt die Verantwortung. Schnell und zielgerecht handeln, Hessen vorne, es wäre möglich. Wir könnten es nämlich. Dieser Hessische Landtag hat sich allein schon mit dem Nachtrag 1 derartig ausgestattet, unabhängig, ob Sondervermögen jetzt auch noch rechtlich zulässig. Nutzen Sie diese Haushaltsmittel doch, um die Corona-Pandemie auf allen Ebenen zu bekämpfen, den Menschen zu helfen. Wo bleiben die Vorschüsse an die Gastronomen? Im Januar kommen die Versicherungsrechnungen. Der Strom muss bezahlt werden. Wenn wir die alle jetzt in Quarantäne stecken, ohne Licht sozusagen, wird ja auch noch schön. Wären nicht mehr Testmöglichkeiten in Alten- und Pflegeheimen, zusätzliche Schutzausstattung besser, notwendiger? Warum nicht großflächig Schnelltests machen, zielgerichtet vorgehen? Was hält Sie davon ab, statt einer Werbekampagne Hessen bleibt besonnen mit der Verteilung von bedruckten Masken, stattdessen FFP2-Masken flächendeckend, kostenlos an alle, an das Personal, an die alten, an die schutzbedürftigen Menschen in Hessen? Seien Sie nicht besonnen. Wachen Sie auf, energisch handeln. Dafür sollten Sie das Vermögen einsetzen. Die Bilanz von 2020 in finanzieller Hinsicht ist sehr deprimierend. Aber für 2021, wir haben es in guter Hoffnung, dass Sie es im sechsten Paket vielleicht packen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN bitte ich Herrn Kaufmann ans Rednerpult. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich räume ein, ein bisschen Ratlosigkeit ist jetzt bei mir aufgetreten, weil die Ausführung der Kollegin Schardt-Sauer ich irgendwie nicht so recht einordnen kann. Wir haben gehört, und das war das Ergebnis auch der Haushaltsausschusssitzung nach der Anhörung der Kommunalen Spitzenverbände, dass Sie dort die Vereinbarung auch gut finden. Hier kritisieren Sie jetzt an dem einen Beispiel sehr deutlich das, was jetzt als Folge, als Maßnahme hier im Paket mit drin ist. Das erschließt sich meiner Nachvollziehbarkeit nicht. Aber ich will ganz kurz noch zum Gesetzentwurf reden, zum Kollegen Heidkamp gesagt. Wir haben im Prinzip bei der ersten Lesung alles Notwendige bereits gesagt. Ich hatte erwartet, dass von Ihrer Seite im Haushaltsausschuss bei der Vorbereitung der zweiten Sitzung vielleicht ein einziges Beispiel, ein einziger Hinweis kommt, warum Ihre vorgesehene Regelung sinnvoll sein kann. Es kam gar nichts. Deswegen noch nicht einmal, Sie bauen auf einer vermeintlichen Befürchtung, dass was sein könnte, was es zugestandenermaßen, auch von Ihnen selbst zugestandenermaßen, noch nie gegeben hat. Also ist es ein völlig überflüssiger und unsinniger Vorschlag, dieses so ändern zu wollen, das Gesetz. Deswegen werden wir es auch heute endgültig ablehnen. Und wir müssen daraus schlussfolgern, dass es Ihnen als Antragsteller nicht um irgendwelche Klärungen geht, sondern ausschließlich um den Versuch der Verunglimpfung dessen, was die Regierung und die sie tragende Koalition tut. Ihnen geht es nämlich nicht um die zeitnahen Hilfen, sondern darum, andere sozusagen zu diskreditieren. Das ist in der Tat in der Pandemie eine Vorgehensweise, die wirklich keiner braucht. Komme ich jetzt auch noch zum fünften Maßnahmenbericht, der ja mit aufgerufen ist, der auch dazugehört. Auch hier muss man sich wundern, warum die AfD erneut es hier darlegen wollte. Ihr Argument, damit die Kollegen, die es kritisch sehen in der Fraktion, es auch hier in der Diskussion erleben, könnte man dadurch abhelfen, dass diese Kollegen gerne auch in den bisher zu diesem Punkt immer öffentlich veranstalteten Ausschusssitzungen hinzukommen, mal abgesehen davon, dass wir ja wissen, Kolleginnen und Kollegen des Hauses können an jeder Ausschusssitzung teilnehmen, wenn sie Interesse daran haben, um mitzubekommen, was dort diskutiert wird. Also dafür brauchen Sie es nicht, sondern Sie brauchen es offensichtlich auch, um öffentlich darzulegen, dass Sie völlig anderer Meinung sind.
Das darf man sein, und das darf man auch darlegen, keine Frage. Nur dann hätte ich gerne ein bisschen mehr Substanz dabei. Also wir sollen mal festhalten, insgesamt gab es nur 4 Punkte in dem Katalog, wo Sie Nein gesagt haben. Und dabei geht es darum, dass Sie vor allem den Kommunen nicht helfen wollen. Sie waren bei der Digitalisierung abgelehnt und die Mittel im kommunalen Finanzausgleich, die wir zuführen wollen, damit den Kommunen das entsprechend nicht verloren geht, das haben Sie auch abgelehnt. Und schließlich, und das ist dann auch angesprochen worden von Herrn Heidkamp, die Frage der ausgefallenen Gewinnabführung. Ich verstehe nicht, was das mit unserem Sondervermögensantrag, der hier bewilligt wurde, zu tun hat. Der Ausfall der Gewinnausschüttung ist, glaube ich, unstrittig. Die Helaba wird sich insoweit an den Vorschlag, an die Vorgabe, wie Sie immer sie es nennen wollen, der EZB halten und den Gewinn thesaurieren und nicht ausschütten. Das halten wir inhaltlich für richtig. Das können Sie für falsch halten. Gut, das unabhängig davon kommt das Geld bei uns im Haushalt aber nicht an. Demzufolge müssen wir es ersetzen, damit wir das, wofür wir das Sondervermögen geschaffen haben, an dieser Stelle auch mitmachen. Die anderen sehen das ja auch entsprechend so, nur Sie und die FDP nicht. Und deswegen ist auch an dieser Stelle nicht klar, warum Sie das hier thematisieren, obwohl Sie eigentlich gar keine Alternative bieten können, außer zu sagen, wir wollen es nicht. Ich fasse zusammen, auch an diesem Punkt wird deutlich, die Diskussion des Pakets hier im Plenum dient Ihnen dazu, auch ausschließlich sozusagen wieder gegen die Regierungsmehrheit zu polemisieren. Damit ich kurz vor Weihnachten nicht so böse ende, möchte ich noch einen Dank aussprechen. Einen Dank in dem Fall in die Richtung der SPD, die ja auch mit dem Sondervermögen ganz große Probleme hat. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, in vorweihnachtlicher Stimmung nähert sie sich langsam das, was ich gerne Vernunft nennen würde. Immerhin dürfen wir festhalten, die SPD hat allen Maßnahmen des Pakets zugestimmt. Das heißt, so schlimm kann das, was wir Ihnen vorschlagen, ja eigentlich nicht sein. Und deswegen, da ja mindestens ein Drittel der Maßnahmen ganz eindeutig überjährig ist, merken Sie auch langsam, wie gut es ist, dass wir das Sondervermögen haben und wie falsch es gewesen wäre, allein auf eine Trippelschritte von diversen Nachtragshaushalten zu setzen, was Sie uns immer noch verkaufen wollen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Ruhl zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Zum Gesetzentwurf der AfD habe ich bereits in der ersten Lesung genug gesagt. Auch die Ausschusssitzung brachte jetzt keine neuen Erkenntnisse und auch jetzt heute Morgen keine neuen. Gerade in Krisenzeiten muss die Regierung handlungsfähig bleiben. Deswegen lehnen wir den Gesetzentwurf ab. Bleibt also mehr Zeit, um über die Maßnahmen aus dem Gute-Zukunft-Sicherungsgesetz zu sprechen, denen der Haushaltsausschuss in seiner letzten Sitzung zugestimmt hat. Die Frau Schardt-Sauer hat jetzt zwar wieder Maßnahmen kritisiert, die ihrem Corona-Check nicht reinkommen, aber das waren gar keine Maßnahmen, über die wir jetzt im Haushaltsausschuss beraten haben. Deswegen will ich die mal ganz kurz beleuchten. Das sind z.B. 4 Millionen € für die Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz. Diesen fielen nicht nur eigene Einnahmen weg, da wegen der Pandemie weniger Veranstaltungen und Fortbildungen stattgefunden haben, sondern es gibt erheblichen Mehraufwand, z.B. für Schutzkleidung. Und gerade in diesen Zeiten der Pandemie sind wir froh, dass wir die Ehrenamtlichen hier haben. Das sind zum Beispiel rund 13 Millionen € für die Bereitstellung des Schulportals. Über die Notwendigkeit haben wir diese Woche häufiger diskutiert und die Geschwindigkeit des Bedarfs ebenfalls pandemiebedingt. Das sind rund 3 Millionen € Kostenersatz für abzusagende Exkursionen, 2 Millionen € fürs Lernen in den Ferien, um zwangsläufig anfallende Defizite aufzufangen. 29 Millionen € gehen als Liquiditätszuschuss an die Verkehrsverbünde, um gemeinsam mit dem Bund die Einnahmeausfälle von rund 255 Millionen € wegen wegbrechender Fahrgastzahlen aufzufangen. Wir wollen den ÖPNV auch in der Pandemie aufrechterhalten. 150 Millionen € sind für den Aufbau der Impfzentren vorgesehen.
Weitere 6 Millionen € stellen wir für die Testungen von Erzieherinnen und Erziehern in den Kindertageseinrichtungen zur Verfügung. Um insgesamt 27 Millionen € stocken wir die bereits im Kernhaushalt veranschlagten 50 Millionen € für den Ausbau der Kinderbetreuung auf und verdoppeln damit die zusätzlichen Bundesmittel. Knapp 1,8 Millionen € erhalten die koordinierenden Krankenhäuser für ihren zusätzlichen Aufwand. Gut 4 Millionen € gehen an einen Filmausfallfonds, um zu vermeiden, dass kleinere und mittlere Produktionsfirmen ihre Existenz verlieren. Wegen der zurückgehenden Gewerbesteuereinnahmen der Kommunen stocken wir die Heimatumlage um rund 65 Millionen € auf. Weitere 65 Millionen € erhalten die Schulträger und Jugendhilfeträger für die Umsetzung von Schutzmaßnahmen in Schulen und Kitas. Das kann, muss aber nicht der Luftfilter sein, das entscheiden die Träger vor Ort. Insgesamt rund 13 Millionen € gehen in eine Zusatzverwaltungsvereinbarung Administration zum Digitalpakt Schule, um den zusätzlichen Administrationsaufwand während der Pandemie zu berücksichtigen. Gut 28 Millionen € werden verwendet, um die Einnahmeausfälle durch wegbrechende Gewinnausschüttungen durch der Landesbeteiligungen auszugleichen. Insgesamt 15 Millionen € sollen teilweise die Verluste der hessischen Heilkurorte ausgleichen. Mit 40 Millionen € erhalten die Kommunen die wegfallenden Elternbeiträge in den Kitas aus dem ersten Lockdown erstattet. Um 120 Millionen € werden im nächsten Jahr die Investitionspauschalen für Krankenhäuser aufgestockt. Weitere 40 Millionen € gehen in den Krankenhauszukunftsfonds, um die Krankenhäuser auch digital besser aufzustellen. Zusammenfassend hervorheben kann man also, dass mit einer ganzen Reihe von Maßnahmen im Rahmen der Einigung mit den Kommunalen Spitzenverbänden die Kommunen bei der Bewältigung der Pandemie unterstützt werden. Sie sehen, nach über 6 Stunden Beratungen im Ausschuss und damit breiter Beteiligung des Parlaments ist aus dem Gute-Zukunftssicherungsgesetz wieder ein ganzes Bündel an notwendigen Maßnahmen beschlossen worden, um diese Krise wirksam zu bekämpfen. Als nächstes hat sich Herr Schalauske von den Linken zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die AfD-Fraktion hat einen Gesetzentwurf eingebracht, um die Landesregierung dazu zu zwingen und zu bringen, alle Ausgaben aus dem Corona-Sondervermögen ohne Ausnahmen vorab durch den Haushaltsausschuss genehmigen zu lassen. Dieses Vorgehen ist aus unserer Sicht überhaupt nicht geboten. Die Beratungen zu den Ausgaben des Sondervermögens lassen gegenwärtig nicht erkennen, dass die Landesregierung Ausgaben nicht nur dann ohne vorherige Zustimmung des Haushaltsausschusses vornehmen wird, wenn sie besonders dringlich und eilbedürftig sind. Und ich glaube, die Empirie lässt das auch, also hält dieser Betrachtung stand. Es ist bisher überhaupt erst in einem Mal vorgekommen, dass eine solche Ausgabe getätigt worden ist. Ich glaube auch, dass viele Fraktionen hier im Parlament die Landesregierung nur warnen würden, mit Hilfe des GZSG-Gesetzes den Versuch zu machen, das Parlament zu umgehen. Die öffentliche Diskussion, die juristische Diskussion, die wäre so intensiv, dass ich mal davon ausgehe, dass die Landesregierung das überhaupt nicht im Interesse hätte, so etwas zu tun. Das Gegenteil ist doch eigentlich eher der Fall. Bisher sind die Beratungen im Haushaltsausschuss über die Maßnahmen aus dem Corona-Sondervermögen davon geprägt, dass wir im Haushaltsausschuss regelmäßig so lange und so detailliert und so ausführlich über die Maßnahmen beraten, dass es umfangreichere Fragen und Diskussionen gibt und dass am Ende die allermeisten Maßnahmen auch eine deutliche Mehrheit im Ausschuss finden. Das gilt auch für den jetzt vorgelegten Maßnahmenkatalog. Und weil jetzt eins besonders herausgegriffen ist, natürlich kann man darüber diskutieren, ob es sinnvoll ist, dass die Helaba keine Gewinnausschüttung vornimmt, obwohl sie doch eigentlich wieder ganz gute Zahlen schreibt. Es ist sicherlich richtig, dass man auch die Helaba dazu bringen müsste, doch Gewinnausschüttungen vorzunehmen, damit man die Mittel nicht kompensieren muss. Aber die Diskussion darüber, die finde ich, ist schon auch berechtigt. Aber unabhängig davon, das ist jetzt eine von mehreren Fragen, haben die allermeisten Maßnahmen auch in diesem Paket eine breite Mehrheit gefunden. Wir hatten bei der Beratung des Sondervermögens ja gefordert, die Schwelle der Zustimmung des Haushaltsausschusses von 10 Millionen auf 1 Million zu senken. Das ist geschehen. Da sind Sie einem Vorschlag der LINKEN
gefolgt. Und wir fanden es auch richtig, dass die Maßnahmen hier im Parlament diskutiert werden. Da kann ja der Herr Heidkamp die Plenardebatten auch noch einmal nachlesen. Genau das hatten wir hier gefordert, wobei unser damaliger Vergleich mit der Frage, dass das ja auch nach der Geschäftsordnung bei Grundstücksgeschäften so der Fall ist, auch wenn man dieses Verfahren sicherlich nicht eins zu eins darüber übertragen kann. Das ist wohl so. Dafür bräuchte es dann wiederum andere gesetzliche Änderungen. Die hat die AfD ja aber überhaupt gar nicht vorgelegt, um diese Frage dann zu lösen. In jedem Fall ist es richtig, dass wir das hier debattieren. Eines finde ich aber, sollten wir dann an der Stelle, wenn auch alle ihre Grundsatzpositionen hier noch mal zu Protokoll geben, auch sagen. Für uns war immer klar zu sagen, man kann den Weg eines Sondervermögens gehen. Es ist auch gut, um die Schuldenbremse auszuhebeln, die wir ja dann auch gerne abschaffen wollen. Wir wissen auch, dass die Maßnahmen und den Umfang des Sondervermögens, den Sie sich vorgenommen haben, nicht reichen, um den Neustart aus der Krise zu schaffen, wie wir ihn uns vorstellen. Und natürlich kann man an der einen oder anderen Stelle immer diskutieren, wie man auch noch das Parlament besser beteiligen kann. Allerdings, und weil dieser Vergleich ja auch immer zur ordentlichen Haushaltsführung bemüht wird, mein Eindruck ist und bleibt, und das habe ich hier auch schon mehrfach am Pult gesagt, dass die einzelnen Punkte aus dem Sondervermögen werden sehr viel ausführlicher, intensiver und detaillierter diskutiert, als das in einer ordentlichen Haushaltsberatung überhaupt möglich wäre. Ich meine, allein, dass der Haushaltsausschuss jetzt jedes Mal regelmäßig 6 Stunden tagt, zeigt ja auch. Deswegen kann ich mich über die Beratung der Maßnahmen über das Sondervermögen im Ausschuss überhaupt nicht beschweren und sehe das überhaupt nicht zum Anlass, das zu einem Problem zu machen. Und ich glaube nämlich, und jetzt kommen wir zum Ende, die AfD, die hat hier eigentlich ein ganz anderes Problem. Denn sie will verschleiern, wie zerrissen sie eigentlich in ihrer Fraktion sind. Weil es gibt ja einige Abgeordnete, die demonstrieren ohne Maske und Abstand mit allerlei obskuren Thesen in Berlin. Und andere stimmen dann im Haushaltsausschuss dem Antrag der Landesregierung vor, 150 Millionen Euro Einrichtung für die Impfzentren bereitzustellen. Und eigentlich ist es schade, dass wir nicht über jede einzelne Maßnahme hier und heute abstimmen, Dann hätte ich nämlich gerne eine namentliche Abstimmung und würde gerne mal wissen, während Vohl und Heidkamp für die Impfzentren stimmen, wie die anderen, die da in Berlin mit den Querdenkern unterwegs sind, wie die sich dann dazu verhalten. Aber zu diesem Problem haben Sie hier und heute auch nichts vorgelegt. Für die SPD-Fraktion darf ich nun Herrn Weiß nach vorne bitten. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, zum Gesetzentwurf der AfD muss man nichts mehr sagen. Ich habe bei der ersten Lesung hier einen Satz dazu gesagt. Ich glaube, das war ausreichend, warum wir den ablehnen und warum den keiner braucht. Deswegen will ich dann, wenn es denn auch aufgerufen ist, noch kurz 2 Sätze zum Maßnahmenpaket sagen. Und Kollege Kaufmann, ich finde das ja schon bemerkenswert. Irgendwie müssen sich die Regierungsfraktionen mal entscheiden. Also gestern waren wir, was den Umgang mit dem Sondervermögen anging, noch niederträchtige Erpresser. Heute sind wir die verantwortungsvolle Opposition. Also ich glaube, man muss. Ja, nee, ich glaube, Sie müssen sich einfach mal entscheiden, Herr Kaufmann. Ich glaube, Sie müssen sich einfach mal entscheiden, wie Sie damit umgehen. Die meisten Punkte hier drin sind in der Tat die Umsetzungen der Einigung der Landesregierung mit den Kommunalen Spitzenverbänden. Ein Teil davon hatten wir ja gestern schon, was die KfA-Stabilisierung anging, die wir im FAG dann implementiert haben. Wir gucken uns in diesen Maßnahmenpaketen die Vorlagen eigentlich immer zweiteilig an. Erstens, sind sie aus unserer Sicht sinnvoll und notwendig? Dann stimmen wir dem zu. Und in der zweiten Runde gucken wir uns dann immer an, ist es denn tatsächlich notwendig dafür gewesen, ein Sondervermögen zu machen, oder hätte man es auch anders finanzieren können? Und da sind wir halt bis jetzt bei jeder Maßnahme dazu gekommen, dass es nicht notwendig war, ein Sondervermögen zu machen, sondern alles das hätte man auch aus regulären Haushalten, aus regulären Nachtragen machen können. Das gilt im Übrigen auch für das FAG, was wir gestern gemacht haben, also auch die KfA-Stabilisierung.
Ich habe es erwähnt, die Punkte, die vernünftig waren hier, vor allem die, die den Kommunen in dieser Zeit helfen, denen haben wir selbstverständlich zugestimmt. Aber ein Beispiel will ich vielleicht noch einmal nennen, auch aus diesem Maßnahmenpaket, wie irrsinnig das eigentlich ist mit dem Sondervermögen und was es da für Vermischungen gibt. Das ist die Kofinanzierung der 77 Millionen Euro Bundesmitteln für die Kita-Investitionen. Von diesen 77 Millionen Euro, die das Land kofinanzieren muss, kommen 50 Millionen aus dem Kernhaushalt und 27 Millionen aus dem Sondervermögen. Das konnte mir bis jetzt kein Mensch erklären, warum für ein und die gleiche Maßnahme der eine Teil aus dem Kernhaushalt genommen wird und der andere Teil aus dem Sondervermögen. Konnte mir bis jetzt keiner erklären. Und das ist ja auch auf 3 Jahre noch gesplittet, die 27 Millionen. Das heißt, 9 Millionen Euro davon sind für nächstes Jahr, für 2022 und für 2023. Warum man diese letzten quasi 9 Millionen im Jahr 2023 dann nicht einfach über den regulären Haushalt 2023 abbilden kann, das erschließt sich mir schlicht und einfach nicht. Also alleine dieses Beispiel mit der Mischung von ein und derselben Maßnahme, mit einer Mischfinanzierung aus Kernhaushalt und Sondervermögen, zeigt ja schon, dass das aus unserer Sicht deutlich fragwürdig ist. Und in diesem Sinne werden wir weiterhin die Maßnahmen, die notwendig sind, konstruktiv begleiten. Und was das Sondervermögen angeht und die Finanzierung daraus, werden wir weiterhin sehr kritisch begleiten. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Für die Landesregierung erteile ich nun Herrn Finanzminister Boddenberg das Wort. Ja, Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, herzlichen Dank. Und ich will tatsächlich auf einige Punkte eingehen, weil das ja Sinn und Zweck der Übung ist, dass wir auch im Plenum, also auch hier öffentlich, nicht nur im Haushaltsausschuss in öffentlicher Sitzung über die Maßnahmen beraten. Und 3, 4 Punkte will ich kurz aufgreifen. Den letzten, Herr Weiß, haben wir im Haushaltsausschuss schon mal diskutiert. Und für alle diejenigen, die nicht dabei waren, noch einmal die Geschichte dazu. Wir haben, Kollege Klose und ich, im Mai die Kommunalen Spitzenverbände informiert, dass wir noch einmal zu den Maßnahmen, die wir vorher schon hatten, im Bereich der Kindertagesstätteninvestitionsprogramme 50 Millionen Euro aus dem Kernhaushalt dort investieren wollen. So, und dann kommt Herr Kollege Scholz, Staatssekretär Worms hat eben gerufen oder zwischengerufen, als Sie das Thema aufgerufen haben, Scholz fragen. Haben wir dann auch gemacht, und Herr Kollege Scholz und der Bund kommt auf die Idee und sagt, aus unseren Sondervermögen zur Bekämpfung der Corona-Krise legen wir 77 Millionen Euro auf Hessen runtergebrochen noch einmal in diesen Topf, was uns dann veranlasst hat zu sagen, dann gehen wir auf 1:1 Kofinanzierung, was uns aber nicht veranlasst hat zu sagen, dann nehmen wir die komplett aus dem Sondervermögen, weil dann hätten Sie den Streit an andere Stelle geführt. Und das ist der einzige Grund, weshalb wir einmal 50 Kern und 27 Millionen aus dem Sondervermögen dort kofinanzieren. Dann will ich informieren darüber, dass wir Veränderungen hatten, sehr kurzfristig in der Sitzung. Und das will ich ausdrücklich sagen. Ich bin dankbar, dass Sie das auch mitgetragen haben, Stichwort öffentlicher Personennahverkehr. Denn dort hatten wir ursprünglich einen Antrag oder eine Summe vorgesehen von 75 Millionen € für 2020. Sie wissen, dass der Bund geholfen hat mit 180 Millionen € für Hessen. Und wir dann, nachdem wir den Gesamtschaden hochgerechnet haben mit den Verkehrsverbünden, auf einen Betrag von 45 Millionen gekommen sind, Entschuldigung, wir aber dann gesehen haben, dass die Querfinanzierung bzw. Ausgleichsmechanismen zwischen den Ländern früher liquiditätsmäßig bei uns ankommen, als es ursprünglich vom Bund und den Ländern verabredet war. Sachsen-Anhalt hat 46 Millionen Euro überwiesen, und insofern sind wir dann anstatt mit 75 Millionen mit 29 Millionen dabei. Und ich glaube, darüber sollten wir uns erstmal freuen. Danke für die sehr kreative und konstruktive Begleitung auch der Opposition in diesem Punkt. So, und dann will ich einen dritten Punkt und vielleicht noch einen letzten dann nennen. Der dritte Punkt ist das Thema Schutzmaßnahmen von Schulen und Kitas. Ich wiederhole das, was ich schon x-fach gesagt habe. Hier hat keiner auch nur eine Sekunde irgendetwas aufgehalten. Die Schulträger sind verantwortlich.
verantwortlich. Und das Gleiche gilt für die Träger der Kita-Einrichtungen. Wir haben seit April in jeder Telefonschalte über diese Punkte gesprochen und immer signalisiert, dass wir am Ende des Tages helfen werden. Also gab es auch gar keinen Grund für die Kommunen zu sagen, wir warten aufs Land und auf den Beschluss des Haushaltsausschusses, da Sie es heute noch einmal angesprochen haben. Also das ist wirklich der Versuch, hier ein Konstrukt zu bauen nach dem Motto, die haben gepennt. Das ist schon abenteuerlich. Und die 75 Millionen in Summe, beziehungsweise 100, wenn man die 25 für die Ganztagsbetreuung noch mitnimmt, sind immer kommuniziert worden. Und insofern, glaube ich, sind das sehr bedarfsgerechte Volumina, die wir dort vorgesehen haben. Allerletzter Punkt zum Wegfall der Gewinnausschüttung in Helabar. Die Beschlüsse sind dort noch nicht gefasst. Sie wissen, dass ich Mitglied des Verwaltungsrates bin. Als Mitglied des Verwaltungsrates, das gilt für Aufsichtsräte an anderer Stelle auch, sind wir zunächst einmal vor allen Dingen und ausschließlich dem Unternehmen verpflichtet, in dem wir solche Aufgaben übernommen haben. Ich bin sehr dafür, das sage ich auch außerhalb des Gremiums, dass wir tatsächlich im Auge haben, dass die Eigenkapitalhinterlegung der Kreditinstitute eher gestärkt werden muss. Sie wissen, dass Brüssel Basel III teilweise ausgesetzt hat. Da geht es um Risikobewertungen und Eigenkapitalhinterlegungen von risikogewichteten Aktiva. Das Zweite ist, Stresstests sind ausgesetzt zurzeit. Und ich sage Ihnen voraus, alle Kreditinstitute, nicht nur die Helabar, werden thesaurieren müssen, es sei denn, dass es besser läuft, als ich jedenfalls im Moment erwarte. Deswegen haben wir die Beschlussfassung dort auf das Frühjahr geschoben. Tendenziell bin ich aber tatsächlich dafür, dass wir Eigenkapitalquoten von deutlich über 14% anstreben. Das ist auch das Ziel der Helabar. Und das erreichen wir tatsächlich nur, wenn wir teilweise jedenfalls thesaurieren. Aber die Entscheidung steht noch aus. Nochmal, jetzt gucken wir uns an, wie die Bilanzen am Jahresende aussehen. Und dann wird der Verwaltungsrat darüber sehr aktuell und zeitnah im Frühjahr entscheiden. Und wir werden den Haushaltsausschuss und gerne auch den Landtag über alles Weitere unterrichten. Herzlichen Dank. Damit sind wir am Ende der Beratung zu diesem TOPS.